ist denn hier mal ein guter Platz zum Helikopter landen? Ein Fahrzeug, das illegal gefährliche Chemikalien transportiert. Och nö. Verkehrsunfall verwickelt und ist in Brand geraten. Durch die Brände treten giftige. Cool, das sieht sogar ähnlich aus wie das letzte Mal. Löschen Sie das Fahrzeug so schnell wie möglich. Kümmern Sie sich umgehend. An der Wache 10 ist das Ganze. Kämpfe vergiftet werden. Und achten Sie auf alle weiteren Aufgaben in Ihrer Aufgabenliste. Würde ich sagen, holst du Feuerwehr aus der 10 und 2? Ein Unfallfahrzeug brennt. Wir können den Fahrer erst dann aus dem Fahrzeug retten, wenn wir die Brände gelöscht haben. Und ich mache den Rettungsdienst aus der 1 und 11. Dekon bauen wir östlich oder westlich auf? Auf der Autobahn. Ich würde sagen in Fahrtrichtung. In Fahrtrichtung der Autos, die da eigentlich wären. Das erklärt trotzdem noch nicht, ob sie im Süden oder im Westen sollen. Also, ja, im... Links, gut, Westen, ist jetzt entschieden. Ich hoffe, hier gibt es irgendwo Hydranten. Und hier hole ich dann auch gleich schon mal was hin, damit die hier die Hecke aufhören lassen zu brennen. Müssen wir sich darum kümmern. Lenzing Süd. Ja. In Ordnung. Ich hoffe wirklich, hier gibt es irgendwo Wasser, weil das sieht irgendwie nicht so aus. Ja, ich sperre mal mit meiner Polizei die Autobahn. Okay, sehr gut. Das kann leistet. Haben wir mal jede Fahrtrichtung einen Funkstreifenwagen gesetzt. Wir müssen den brennenden Chemievan so schnell wie möglich löschen. Oh, Junge, wo kann man denn hier? Also du hast jetzt im Westen, da wo die Autobahn auch den Knick dann macht, da hast du den Dekon platziert. Auf der Fahrseite, wo die Autos stehen. Richtig? Wait auf beiden. Hypersensitive Krise. Dekon. Also ich habe einfach, im Westen habe ich alles vollgeparkt mit Zeug. Und ja, bei der hypersensitiven Krise, da müsstest du einmal kurz sagen, dass sie versorgen sollen. Ja, ganz kurz, habe ich irgendwo Platz, meinen Rettungsdienst hinzusetzen? Weiter hinten. Ich sag mal, der Vorteil, ey, Junge, die fahren ja einfach immer noch vorbei, die Deppen, ne? Deswegen sage ich ja, ich sperre die Fahrbahn. Die Sperrung musst du so ein bisschen weiter vorne machen. Und wieso ist deine Polizei schon da? Mein Wawe. Polizei in eine Richtung ist schon da. Bitte sag mir, dass man mit dem löschen kann. Wehe, wenn nicht. Ob geht das noch? Und warum ist er auf der Seite? Alles klar. Okay, ich muss ihn umplatzieren. Hier hin. Ah, das Haarlöff ist da, schön. Hab ich den Dekompe alarmiert? Gut, Autobahn ist jetzt in beide Richtungen gesperrt. Dekompe, Einsatzübernahme. Cool. Ah, der braucht noch. Ah nee, okay, auf Anfahrt schon. Okay. Einsatzübernahme kann auch Anfahrt heißen. Was geht's? Kein Problem. Höre. Verstanden. In Ordnung. Ein paar Fahrzeuge von dir parken unter der Straße. Na, cool. Was geht's? Alles klar. Ja, ein paar, ne? Verstanden. Sie sind einfach nach unten durchgeglitscht. Zu Befehl. Und die Fahrzeuge, die sneaken sich einfach durch. Oh hey, die Hecke hört langsam auf zu brennen, weil sie aber ausgebrannt ist. Schau mal hin. Okay, ich sehe hier keine Wasserquellen, das ist doof. Das ist sehr, sehr bescheiden. An den TLF anbieten. Ja. Zu Befehl, es treten keine giftigen Chemiedämpfe mehr aus dem verunglückten Van aus. Wir müssen aber umgehend alle vergifteten Personen in unserem Dekontaminationsfahrzeug entgiften. Bei einer Wasserversorgung per Schlauchwagen herrscht auch nichts, weil um die Ecke ist auch kein Wasser. Aus dem See oder Teich, ist dekontaminiert. Könnte. Ja. Da wir keine Wasserversorgung haben, oder hast du doch eine Wasserversorgung irgendwo herbekommen? Ich habe keine, nein. Ach, du hast einfach nur einen TLF angeschlossen. Dein LF an den TLF angeschlossen. Er sagt, TLF von mir rückt aus, braucht aber einen Moment. Das ist freiwillig. Ich hole einfach auch nochmal hier Zeug, dass wir hier irgendwie Wasser reinbekommen. Rettungsdienst von mir ist jetzt da.
guck mal, der Wabi taucht nochmal auf. Ja, hast du den GRTW geholt für die Patienten? Nein, noch nicht. Das ist immer noch problematisch mit dem Rettungshubschrauber, weil der Rettungshubschrauber gerade auch nicht landen will. Ja. Bevor du den gleichen Fehler machst wie ich, würde ich dir ein Umparken des TLFs empfehlen. Das Ding ist, es ist angeschlossen und dadurch wollte sich das gerade nicht bewegen. Ich schließe es jetzt erstmal ab. Pack das hier ein Stück weg. Dann, wenn das mit deinem Dings nicht klappt, mit deinem GRTW, dann machen wir einfach Abtransport über meine RTWs. Du musst ja trotzdem. Nee, ich muss ja die. Müsste genügend RTWs geholt haben. Und KTWs zum Transport. Also ich habe auch teilweise KTWs geholt für den Transport. Junge, komm hier hoch und nicht dort unten hin. Ah. Okay, pass auf, wir machen kontrollierte Explosion. Denn das scheint ja irgendwie nichts zu werden mit dem Wabe auch. Es könnte halt nur sein, dass das dann halt wieder anfängt zu fackeln. Ja. Und hier gibt es wirklich nirgends Wasser? Hey, ist das ein Mist? Warte mal, kann ich... Ach nein. Schlauch. Wo auch immer die Seilis jetzt langlaufen, aber okay. Die laufen jetzt unter die Autobahnbrücke. Sag mal, hast du bei der Krise nicht mal hingeschickt? Ja, okay. Immerhin. Was ich noch eine Theorie hätte, was man noch machen könnte, dass... Okay, hier ist alles voll. Dein Rettungsziel blockiert die gesamte Dings, ne? Ja. Dein HLF ist ohne Wasser und dein TLF auch. Ah ja, deswegen auch kontrollierte Explosion, verstehe. Gut, die Person wurde jetzt rausgeschleudert aus dem ersten Auto, was explodiert ist und die ist tot. Hätte mich gewundert, wenn nicht. Also schön, dass sie gleich rausgeschleudert wurde schon, ne? Praktisch. Ach Gott, der war weh. Was ja, denn? Ich meine, dadurch, dass ja alles voll ist, kommt der wahrscheinlich einfach nicht mehr die Brücke hoch. Ja, auch meine Sandys wollen die Brücke nicht hochlaufen. Ich muss die auch manuell laufen lassen. Ey, nicht durch die Brücke durchbacken. Oh. Die kannst du eh alle mal wieder rückalarmieren, ne? Also, ich sag mal. Mein Rettungsdienstler? Ja. Wieso? Es wird nicht mehr so alle tot sein, oder was? Wie viele Leute hast du eigentlich geholt? Ich frag mich. Ja, ein paar RTWs zum Transport. Zwei, und dann habe ich noch zwei Notärzte und zwei Sanis zum Versorgen. Sicher, dass es nur das ist? Ja. Was gibt's? Erwarte Befehl dabei. Ich habe RTWs und KTWs geholt. Zu Befehl. Zum Transport. Ja. Weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass wir die alle sterben lassen. Dass wir die Arbeit. Alle sterben lassen, ne? Ah, okay, cool. Der ist unter die Brücke. Okay, also Brücken sind so eine Sache, ey. Uiuiuiui. Rettungsgasse wäre gut. Meine Notärzte gehen mal rum. Ich war schon rum, aber ja. Ach, du bist schon rumgelaufen mit deinen Notärzten. Ja. Hast du auch welche da? Bei mir steht auch einer rum hier, ja. Ach, einer. Aber hier sind ein paar Autos, die sich durchdrängeln, trotz Rettungsdienst und Polizei, die überall stehen. Nett. Kann man machen. Nee, kann man nicht machen. Höchst asozial. Ja. Na gut, dann kann ich mal Rettungsdienst nach Hause rufen. Wieder. Ja. Ey, hattest du nicht irgendwie einen TLF da? Was geht's? Ja, das muss aber erstmal wieder nach oben fahren. Ach so. Das braucht auch einen kleinen Moment. Okay, ich mache immer so ein bisschen den Weg frei. Wir sollten uns so schnell wie möglich um den zusammengebrochenen Patienten kümmern. Wir könnten ihn sonst verlieren. Die hypersensitive Krise braucht einen Notarzt. Oh, nett. So. Ey, dieser RTH, ja? Der nervt so ein bisschen, weil der lässt sich nicht landen. So, Details. Könnt ihr nochmal rum? Siehst du irgendwo einen guten Platz, um diesen RTH zu landen? Hier, guck mal, große Kreuzung. Große Kreuzung, das ist gut. Höre. Verstanden. Große Kreuzung. Jetzt hier bei dem Typen, mit der RTH-Bedarf hat. Mhm. Ah, nett.
Die beiden mit starker Blutung. Ist in Arbeit. Mhm. Bin so, mit der hypertensiven Krise wurde mal gerufen. Weil lange macht der Typ das, glaube ich, auch nicht mehr mit der hypertensiven Krise. Gut, dein Feuerwehr kann nach Hause fahren. Oh Gott, das war wieder so ein Einsatz, da hätte man besser machen können. Ja, aber jetzt das Problem hier sind auch auf jeden Fall die Brücken, weil die sich sehr bescheiden. Naja, und wir müssen auf jeden Fall irgendwie koordinieren, dass wir nur auf eine Seite gehen, damit die halt die Fahrzeuge, die da hin müssen, noch vorher nach vorne fahren können. Gegenrichtung ist freigegeben jetzt so für die Autos. Ja, schön. Da ist ein RTW gerade die Brücke runtergefallen. Hier fällt alles runter. Hier, da steht noch ein Bestatter. Kein Problem. Da steht noch ein paar Bestatter rum. Ist in Arbeit. Na also, bei mir sind anscheinend nur zwei Leichenwagen gekommen, ich wollte nur sagen. Wie also, du siehst. Also brauchst du mal nur das von mir. Wenn du noch einen da hast, ja. Da habe ich keinen. Okay. Dann hole ich einen von mir. Die sind nämlich, glaube ich, nicht. In der Wache 10 hast du ja einen. Wobei, ach nee, guck mal, die stehen unter der Brücke. Ah. Okay, also einen brauche ich. Nehmen wir die derweile. Ich bin jetzt einfach mal zu faul. Was gibt's? Du kannst auch mal Polizei aussteigen lassen und gucken, ja, alles klar. Ob die mal die Autos abschleppen lassen können. Erwarte, weil das fehlt auch noch. Wird erledigt. Ja. Ach guck mal, ich kann sogar sagen Vollsperrung. Ah, das steht auf der Polizeimatrix auch Vollsperrung drauf. Dann bei der Krise, da müsste der nur das mal eingreifen langsam. Ich habe jetzt gerade gesagt, dass er nur das versorgen soll, und zwar auch der Moment, wo der Sanitäter weggegangen ist von der Person. Ernsthaft? Aber es hat doch einen Balken über sich, der ist nur leer. Jetzt ist er tot. Glückwunsch. Du hast so lange gebraucht. In dem Moment, als ich den Notarzt neben sie knien wollte, kam jetzt das Todessymbol über sie. Ja, ich habe zu lange gebraucht. Gut, RTW kann abrücken. Ja. Und NF jetzt auch. Was geht's? Ja gut, man sollte sich vielleicht da nicht zu sehr auf einen Einsatz fokussieren. Ist nicht so, dass wir das nicht schon mal hatten? Nein. Okay, GRTW fährt nach Hause, die beiden Helikopter sind auch unterwegs. Steht der sicher nicht noch? Oh, guck mal, die Bestatter sind nach unten gefallen. Na super. Verstanden. Okay, ich move euch. Oder könnt ihr so einsteigen? Nur das von mir will unter die Brücke fahren. Oder hast du jetzt schon genügend Leichenwagen? Nee, ich habe nur zwei bisher entdeckt. Es kann sein, dass sich irgendwo ein dritter versteckt, aber das weiß ich jetzt gerade nicht. Ah, hier kommen jetzt gerade Abschlepper, die Auffahrt hochgefahren. Gut, mein Notarzt kommt. Und dein Notarzt fährt unter der Brücke gerade. Gar nicht wahr. Wird gemacht. Das ist jetzt Cheat. Das kann ja also jeder außer mir, ne? Das tust du schon mal. Okay, dann kann meiner wieder abrücken. Ja, der noch ich hätte doch gesagt, dass ich... Leichenwagen holt. Ich dachte, deiner Bronner Moment eher da. Deswegen habe ich meinen direkt losgeschickt, gar nicht einen Leichenwagen holen. Ich wollte gerade sagen, das ging schnell mit dem Leichenwagen, aber gut, das war noch der schon belegt ist. Okay, Helikopter fliegen, jetzt endlich mal nach Hause. Ich stell mal deine Abschlepper nach oben, ne? Ja, das wäre hilfreich. Und er hat sich wieder ungebackt, geil. Und guck mal, ich bin heute sogar nett. Ich schieb die... Warte. Ich schieb die Leute, die hier vorbeifahren wollen, nach drüben. Hinter den Unfall.
Bin ich nicht nett. Wieso will er jetzt in die andere Richtung? Achso, wahrscheinlich, weil er noch einen Wegpunkt dort hat. Ja. Okay, jetzt dreht er um. Auf eine sehr interessante Art und Weise zumindest. Also ja, lieber von der linken Fahrspur alle wegräumen. Weil für die linken Fahrspur, die nerven ein bisschen, wenn da jetzt Radschlepper durchkommen wollen. Wie jetzt gerade. Dann sind die auf der linken Fahrspur ein bisschen unpraktisch. Und die Abschlepper sind jetzt so, Hilfe, ich weiß nicht wo lang, und fallen von der Brücke runter. Nein, nicht du auch noch runterfallen. Ja, okay, jetzt wieder einer runtergeflogen. Aber er holt trotzdem das Auto. Gleich ist weg. Von unter der Brücke holt er das jetzt. Er greift nach oben durch die Brücke durch und zieht sich das Auto zu sich. Wait, ernsthaft? Macht er das jetzt? Ja! Ja, die haben so noch eine tote Person auf der Autobahn, ne? Ja, ich weiß, der Leichenwagen war gerade schon da. Ich weiß nicht, ob er immer noch hier ist irgendwo. Ja, guck mal, da parkt er rum. Auch meine beiden Polizisten, ne? Die können noch einsteigen wieder. Die Autobahn entsperren. Nö, bleibt nochmal gesperrt. Ist ja noch nicht weg alles. Also, die Scherben können gern bleiben, aber erst wenn der letzte Tote weg ist, dann lasse ich die fahren. Gegenrichtung ist ja schon freigegeben. Also schön kleiner Rückstau angebildet. Angebildet? Der so noch ein bisschen größer war, bevor du ihn verstanden hast. Der war vorhin auch irgend so ein Aufbauunfall. Echt? Ja, beziehungsweise war das heißt Unfall, die stecken halt einfach ineinander. Ganz freigegeben. Ja. Jo, ist freigegeben. Okay, das war mir wieder eine Katastrophe. Aber woran lag's? Es lag an der Wasserversorgung. Das heißt, ich konnte halt nirgendwo anschließen. Das war halt doof. Sonst hätte ich jetzt halt mit dem Wir sollten Initiative gründen, mehr Hydranten für Autobahnen. Das Ding ist, es gab einen Hydranten, das habe ich danach gesehen. Allerdings halt unten auf den Schienen. Unten auf den Schienen? Irgendwo dazwischen war, glaube ich, ein Hydrantensymbol. Das heißt, ich hätte den da runterspringen lassen können, da anschließen und dann so versorgen. Das wäre gegangen, aber das dauert halt auch ewig, bis die hier erstmal angekommen sind. So. Na cool, der Abschlepphof ist direkt hier daneben. Aber gut, ich würde sagen, das war noch ein guter Abschluss. Die letzten Rettungswagen und Abschlepper und so rücken ein. Und ja, danke fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge, würde ich sagen, ne? Jo. Ciao, ciao. Tschüss.